C'est trop belle comme ça. Das ist ein Flyer von der Bundjugend, die eben erklärt, warum sie nach Berlin fahren muss zur Agrardemo. Es ist also gegen diese großindustrielle Agrar. Sie kriegen viel Geld aus der EU und die kleinen Bauern kriegen gar nichts. Das heißt, wir versuchen, das zu wechseln, weil es gibt in diesem Jahr 2013 ein, die Stadt Deutschland also geben ungefähr 600 Millionen, um zu helfen. Und das geht in diese Richtung, also es ist ein Gleichkrieg zwischen diese Großindustriellen und die kleinen Bauern. Wir wollen, dass die das Bundes mehr helfen, die kleinen Produkte für gesünderen Agro und so weiter. Ja, für uns auch. Es ist wichtig, weil wir wissen nicht genau, was wir essen. Wir hoffen, dass das Bundes uns hört. Ja. Ich hoffe, dass viele Leute kommen nach Berlin. 10.000 Leute sind erwartet und wir sind ungefähr 200 aus der BUND-Jugend. Ich hoffe, viel Spaß, dass wir sehr engagiert werden und sehr motiviert, viel Mut und ich hoffe, das Wetter wird nicht so kalt. Also die Tierkostüme tragen wir erstens, um sofort auf den ersten Blick anschaulich zu machen, worum es uns geht. Und natürlich auch, um generell Aufmerksamkeit zu erregen. Ich denke, das hat auch schon sehr gut geklappt an den Bahnhöfen, in den Zügen. Die Leute gucken hin, die Leute fragen zum Teil sogar nach. Die Leute sagen unterstützende Worte, manche rollen vielleicht die Augen, aber die Aufmerksamkeit ist da, ganz klar. Als Gegner der Massentierhaltung oder der Tierhaltung an sich habe ich für mich nur den Weg gefunden, Veganer zu werden. Ich bin jetzt schon über einem Monat vegan. Davor war ich vegetarisch und es ist so eine Art und Weise, wie ich damit umgehe, wie ich darauf reagiere. Und ich kann nur jeden bestärken darin, das auszuprobieren und von diesem strikten Denken, das auch durch Werbung und durch die Medien gemacht wird, man braucht Fleisch jeden Tag etc., einfach da mal ein Umdenken zu bekommen. Ja, genau, also sehe ich ähnlich. Ich esse auch schon seit mehreren Jahren gar kein Fleisch mehr. Jeder muss persönlich seinen Weg finden, in welchem Maß er das umsetzen kann, aber sich grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, ist auf jeden Fall der richtige Ansatz und kein Fehler. Biologisch und sozial, alles andere ist eine Qual. Biologisch und sozial, alles andere ist eine Qual. Also es geht ja um die Agrarindustrie vor allem. Ich bin ein absoluter Gegner der Massentierhaltung und ich finde die Ausmaße, die das jetzt nimmt, nämlich in eine Industrialisierung der Massentierhaltung, ganz schlimm. Und dagegen demonstriere ich primär. Mir geht es aber auch um den Rest der Agrarindustrie, also gar nicht nur um die Tiere, sondern durchaus auch um die Pflanzen, dass auch zum Beispiel auf EU-Ebene die Subventionen nach Betriebsgröße verteilt werden und das meiner Meinung nach die falsche Verteilung ist, weil man eher Kleinbauern fördern sollte und eher Biodiversität in den Vordergrund stellen sollte, anstatt großen Monokulturen. Ich finde auch, dass man die Kleinbetriebe unheimlich stärken soll, die nicht diese Monokulturen anbauen. Und außerdem bin ich noch gegen die Gentechnik. Ich möchte die Biodiversität stärken. Also
erstmal ziemlich müde von der langen Reise und von wenig Schlaf, aber jetzt reißt die Stimmung einen doch ziemlich mit. Und also ich finde, Demo ist einfach dazu da, dass man einfach mal in die Öffentlichkeit geht und auffällt, dass man, dass Leute das sehen. Und also nicht, dass man jetzt irgendwie groß auch was in der Regierung, in den Gesetzen ändern kann, das ist relativ unwahrscheinlich, aber einfach, dass sich jemand vielleicht auch erst Jahre danach noch daran erinnert und merkt, ja, da war ja was, einfach, dass es ins Bewusstsein gelangt. Weil man kann keinen Schalter umlegen, es muss einfach nach und nach kommen. Und ich finde, eine Demo ist einfach gute Öffentlichkeitsarbeit, um irgendwie ins Bewusstsein zu kommen von den Menschen. Bei den Tierkostümen könnte man sich überlegen, ob die vielleicht auch noch bewirken, dass man so sieht, Tiere leben auch unter uns. Es sind nicht nur die Menschen in der großen Berliner Stadt, ja. Also es gibt auch Tiere noch irgendwie und die sind auch unter uns, die gehören dazu. Genau. Ja, also mir hat die Demo einfach nur total Spaß gemacht und ich finde, das ist total wichtig und ich glaube, das ist auch rübergekommen. Von den Zahlen her würde ich sagen, war es auch gut. 20.000 waren erwartet, 25.000 waren da. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Klar kann es besser sein, aber das ist immer so. Und ja, ich denke, der Spaß ist auch übergeschwappt auf Umstehende. Ich glaube, ich habe ein paar Leute gesehen, die zumindest sehr interessiert geguckt haben oder sogar ein Stückchen mitgegangen sind. Ja. Und wir sind als Bürgerinnen und Bürger gefordert, das, was uns hier zusammengeführt hat, vor Ort weiterzuführen, die Partnerschaften vor Ort auszubauen. Gemeinsam sind wir stark. Die Bewegung von unten, sie muss wachsen. Wir werden sie mit einer Demo diese Politik nicht verändern. Denn gegen uns stehen die Milliarden des Agrobusiness. Aber es müssen die Millionen Menschen zusammenfinden, um eine andere Politik durchzusetzen. Eine Politik, in der wir anständig mit Bauern umgehen, mit Tieren und mit der Landschaft. Und der wir auch unseren Bäuerinnen und Bauern ihre Würde zurückgeben, die sie verdient haben. Ich danke Ihnen.